herzlich willkommen zum 25. Special hier beim Telestammtisch. Man kann echt ein bisschen durcheinander kommen. Es gibt so viele Specials, so viele reguläre Ausgaben und so viele Filmkritiken. Das ist mega viel. Und aus genau diesem Grund habe ich die Filmkritiken jetzt in einem eigenständigen RSS-Feed ausgelagert. Also falls ihr euch wundert, warum in letzter Zeit nicht mehr dauernd Filmkritiken auf euch einprasseln, dann liegt es daran, dass ich diese eben in einem eigenständigen Feed ausgelagert habe. Wenn ihr die weiterhin bekommen wollt, dann tut euch doch selbst einen Gefallen und addet auch noch den zweiten RSS-Feed, in dem ihr inzwischen zweimal die Woche zu den aktuellen Kinostarts Beiträge bekommt von einer Crew, die inzwischen stolze 15 freischaffende, freiwillig teilnehmende Filmkritiker beinhaltet. Und das ist im Regelfall ziemlich fluffig. Wir machen ziemlich viel geilen Scheiß und ihr solltet da unbedingt mal reinhören. Und ich hatte es bereits auf Twitter ein bisschen angekündigt. Es könnte durchaus sein, dass wir uns in diesem Jahr ein bisschen sehr detailverliebt über Spider-Man unterhalten wollen. Und genau genommen nicht über irgendwas. Nein, wir wollen uns die Klonsaga Spider-Mans unter Umständen dieses Jahr ein bisschen genauer angucken. Und wir, das sollte vor allem jemand sein, der ja Spider-Man schon mal gelesen hat und der so ein bisschen einfach Plan hat. Da habe ich glücklicherweise über das Panini-Forum drei Jungs hier heute am Start, die da mehr als gut drinstecken im Thema und mit denen ich mir gedacht habe, wir könnten doch heute hier im Rahmen von so einem Experiment, von quasi einer Kick-Off-Veranstaltung, mal gemeinsam so ein bisschen drüber nachdenken, ob wir aus dem Thema Klonsaga und dem Werk, das die Jungs dazu geschaffen haben, als Dreiteiler, so viel schon mal vorweg, ob wir da nicht irgendwie eine Podcast-Reihe starten wollen. Und genau aus diesem Grund begrüße ich heute drei wertgeschätzte Kollegen. Ich begrüße Nummer 1, der erste Kollege, der noch nicht bei uns beim Telestammtisch gewesen ist, aber auf jeden Fall ein Comic-Nerd zu sein scheint. Moinsen Roman. Hallo. Es ist meine Freude, dass du heute da bist. Magst du dich vielleicht mal kurz selbst vorstellen? Ja, ich bin durch das Panini-Forum mit der Spider-Man-Klonsaga übereingekommen und ich liebe es, Rezensionen zu schreiben. Und da kam meine Liebe zu Spider-Man natürlich genau richtig. Und mit den Jungs konnte ich auch meinen Humor frei entfalten und vor allen Dingen fachsimpeln. Ne? Also bei mir hier in der Ecke, ich lebe ja im äußersten Südosten in Deutschland, ist das ein bisschen schwierig. Da gibt es nicht so viele, also da ist die Comic-Kultur einfach nicht so verbreitet und da bin ich dann bei den Jungs ganz gut aufgehoben gewesen und deswegen ist da eine Arbeit und eine Liebe entstanden, mit den Jungs da zusammenzuarbeiten. Mega geil. Und wir hatten schon, du sprichst von den Jungs zusammenarbeiten, da ist offensichtlich irgendwas passiert, da gibt es irgendwas. Dieses Irgendwas hat ein Cover, ist ein Buch und auf diesem Cover stehen verschiedene Namen. Unter anderem steht da auch der Name Thomas Mühlbrat, ein junger Mann, den wir jetzt hier schon mehrfach zu Gast hatten und den ich zuletzt im Comicpark treffen konnte. Moin Thomas. Grüß dich. Und wie sieht's aus? Bist du gut ins neue Jahr gekommen? Ja, locker gerutscht, so wie hoffe ich alle. Und auch du bist mittendrin statt nur dabei, wenn es um dieses Fanprojekt Historie der Klonsaga geht, oder? Ja, klar, also Spider-Man und Klonsaga, das ist halt nun mal was, eine Zeit, die uns verbindet und großes Projekt, kann ich schon mal sagen, also tolle Sache. Ich habe im Panini-Forum angefangen, diesen Klonsaga-Marathon zu lesen und das sind ja auch nur mal eben 110 Seiten mit jeweils, keine Ahnung, 50 Kommentaren oder so, also je nachdem, wie man sich das einstellt. Auf jeden Fall hast du da einen Riesenbeitrag mitgeleistet, zusammen mit vielen anderen Forenmitgliedern, hast da, glaube ich, auch zuletzt viele Rezensionen auch zu einzelnen Heften und eben quasi Teilen der Klonsaga geschrieben. Man könnte schon behaupten, mit Spider-Man kennst du dich ein bisschen aus, oder? So ganz kleines bisschen. Ganz kleines bisschen. Prima, da bin ich gespannt, was dabei rumkommt heute bei unserem Gespräch. Ja, und Nummer 3 ist jemand, den man, glaube ich, getrost als einen der beiden, wenn nicht sogar den Kopf hinter dem Projekt auch bezeichnen könnte. Jemand, der eben auch im Panini-Forum unterwegs ist und hier, glaube ich, auch vor allem mit hauptverantwortlich dafür ist, dass dieses Projekt, das ursprünglich zumindest digital begonnen hat, jetzt auch in gedruckter Form irgendwie vorliegt. Hallo, Alexander. Moin. Habe ich das grob richtig erzählt? Ja, jein. Also das Projekt haben die auf dem Buchcover stehen, eigentlich alle gemeinsam gestemmt. Ich bin bloß jetzt derjenige gewesen, der Vorantreiber, ne? Der das ein bisschen angetrieben hat, die Leute so ein bisschen gepeitscht hat an die Arbeit und das eben so ein bisschen im Kopf alles zusammenhält. Der Verrückte. Ja.
Aber das meine ich absolut positiv, ne? Also Alex hat das ins Fern gehievt, wo keiner gedacht hat im Forum, dass es mal die Form annimmt. Und da kann man immer nur wieder sagen, Hut ab, Alex. Danke. Ich glaube, du machst diese ganzen organisatorischen Sachen ganz schön gern, denn das wissen vielleicht der ein oder andere da draußen. Wir haben ja unter anderem schon miteinander gesprochen, als es ging um das erste Comicfest in Norddeutschland. Und das vielleicht jetzt einfach mal der Vollständigkeit halber. Kannst du da vielleicht mal ein ganz kurzes Kurzfazit ziehen? Wie lief's eigentlich? Wie hat das Comicfest funktioniert? Wie lief's? Wie hat's dir gefallen? Wie war die Resonanz? 4 Buchstaben. G-E-I-L. Und es wird eine Wiederholung geben. Mega nice. Habt ihr gutes Wetter gehabt? Wir haben richtig geiles Wetter gehabt. Der Regen kam erst beim Abbau. Wir haben gegrillt. Wir hatten Bumblebee von den Transformers da. Es war einfach nur genial, ne? Also es gibt nur eine negative Sache. Ich habe an dem Tag wieder angefangen zu rauchen. Oh, ich hoffe nicht aus Frust, sondern aus anderen Gründen. Nee, das war der perfekte Tag und man dachte sich so, ja, eine Zigarette kann man sich ja gönnen, ne? Ja, zack, ist passiert. Ja, cool, ey, mega, das freut mich, dass so ein Fanprojekt da auch so Erfolg hat und offensichtlich die Kassen von den Superfreunden, aus denen das Ganze entstanden ist, da auch noch ein zweites hergeben. Das freut mich wirklich und vielleicht schaffe ich es ja zur zweiten Ausgabe. Ja, genial, wir würden uns freuen. Worauf ich mich ja freue, ist es jetzt mit euch ein bisschen über die Historie der Klonsaga zu sprechen. Und bevor wir jetzt überhaupt anfangen, mal so die Entstehungsgeschichte ein bisschen zusammenzufassen, weil ihr seid da übrigens auch eingeladen, jederzeit Vorschläge zu machen, wie wir das Ganze aufbauen hier. Ich versuche das nur grob zu moderieren. Letztlich ist das euer Baby und das muss kein ganz einseitiges Interview werden. Ihr könnt da gerne auch so ein bisschen, sagt quasi zum Brainstorming eingeladen. Aber was mich ja schon interessieren würde, ist, warum denn jetzt gerade Spider-Man? Hätte es nicht genauso gut auch Batman sein können? Den gibt es ja auch schon seit einer ganzen Menge Jahren. Alex, wie sieht es aus? Warum jetzt gerade so dieser Fokus auf Spider-Man und vielleicht noch insbesondere auf diese Klonsaga? Ja, ich habe relativ spät mit Comics angefangen. Da war ich zarte 18, als ich aus lauter Neugier jetzt einfach mal in den Supermarkt gegangen bin und mir Comics geholt habe. Und da war eben die erste Ausgabe von Marvel Deutschland dabei, Spider-Man. Spider-Man 1 und das war schon recht gut. Peter Parker war damals am Boden, war mehr Spinne als Spider-Man und das hat mich doch schon irgendwie fasziniert. Ja, und dann bin ich dann bis heute irgendwie dran kleben geblieben, mehr oder weniger. Und und da ich eben zu dem Zeitpunkt angefangen habe zu lesen, ist natürlich die Klonsaga die erste längere Geschichte von Spider-Man, die ich tatsächlich gelesen habe. Das ist eigentlich ein reines Nostalgieprojekt gewesen. Das war ja dann auch in so einer Zeit, wo man in Deutschland ja echt nicht alles gekriegt hat, was eigentlich zu dem Gesamtepos gehört, ne? Also du hast ja irgendwie nur Teil der Hefte überhaupt bekommen, zumindest übersetzt bekommen in deutschen Veröffentlichungen, dann waren die, glaube ich, teilweise auch nicht vollständig drin. Von der Übersetzungsqualität her wollen wir gar nicht sprechen. Das klingt mir so, als musstest du dich damals mit einem ganz schönen Flickenteppich zufrieden geben. Ja, also Panini hat die Dinger ja rausgebracht. Eigentlich relativ gut und relativ gut nachvollziehbar. Gut, der ganze Konflikt zwischen den Charakteren, den konnte man sich dann quasi zusammenreiben, sage ich jetzt einfach mal so. Dann gab es ja relativ schnell den Spider-Man, das verlorene Jahr Schuber, wo man dann eben diese erste Klonsaga, die ja in den 70ern gespielt hat, nochmal nachlesen konnte. Das ist übrigens eine Geschichte, die bis heute eben nur der Panini-Verlag rausgebracht hat. Die gab es weder bei Williams noch bei Condor. Das ist die berühmt-berüchtigte Lücke gewesen. Warum auch immer der Condor Verlag damals mit Amazing Spider-Man 150 angefangen hat. Man weiß es nicht, ist auch schwer nachzuvollziehen irgendwie. Aber insgesamt haben, also im Nachgang haben wir festgestellt, dass 110 Hefte, die mit der Klonsaga zusammenhängen, eben halt nicht auf Deutsch vorliegen. Und dann fing das ganze Projekt dann irgendwie an. Das ist auch das Erstaunliche, wie ich finde. Denn mir persönlich ging es beim Erstellen von diesem Marathon halt auch öfter so, dass ich Sachen erst durch die Jungs erfahren habe oder auch Veröffentlichungen, die ich bis dato nie auf dem Schirm hatte, dann erst durch das Forum und durch die Arbeit und dann auch durch das Puzzeln, was dann jeder angefangen hat, so was dann zusammengetragen wurde, dass sich das so im großen Ganzen geformt hat. Und das war für mich persönlich jetzt, wenn ich kurz das Wort ergreifen darf, war das
sehr erquickend, weil ich eher so eine Hassliebe zu dieser ganzen Klonsaga-Geschichte hatte. Ich habe diesbezüglich ein bisschen eher angefangen als Alex, und zwar tatsächlich mit den Condor-Ausgaben. Aber bei den Condor-Ausgaben hier im Osten muss man dazu sagen, dass die zeitversetzt kamen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo Panini gerade angefangen hat, mit der 1 durchzustarten, kam bei uns immer noch kleckerweise die letzten Nummern mit rein. Und da war das ja, da ging das ja gerade richtig los. Und deshalb hatte ich dann vielleicht nicht den Zugang, den Alex dazu hatte, sondern das war dann eher so, man konnte, hat ja auch viel kaputt gemacht, ne? Das kann man ja dann auch nochmal besprechen. Ja. Und wie gesagt, dieser Flickenteppich hat sich dann für mich erst so durch die Arbeit mit den Jungs zu was völlig Neuem getan. Dann, wie gesagt, bei mir ist es die Hassliebe, weil die ging stark los, die Klonsaga, meines Erachtens, hat dann stark nachgelassen und war zum Schluss nochmal bombastisch. Und das ist der Tenor, mit dem ich mich da auch an dieses Projekt dran gewagt habe, ganz einfach, um auch davon mehr zu erfahren. Um mal kurz reinzugrätschen, ich bin echt froh, dass das zweite Band jetzt vorliegt. Ne? Das war so gräulich. Boah. Du redest vom Arbeitsaufwand oder von was redest du? Nee, das sind echt die schlechten Geschichten der Klonsaga. Ach so, okay. Okay, also ich muss aber jetzt auch noch mal kurz dazwischen, weil ich bin ja auch der Ossi, ne? Und das, was ja gerade schon angesprochen wurde, dass der Osten damals von Condor später beliefert wurde, das war ungefähr ein Jahr Rückstand zu dem, was der Westen hatte. Es sei denn, man hat direkt über den Verlag ein Abo laufen gehabt, was ich hatte. Dadurch habe ich nämlich damals relativ aktuell alles bekommen. Aber ich habe gemerkt, wenn ich in einen Laden gegangen bin, an einen Kiosk, wo auch immer, wo ich die Marvel-Comics gekriegt habe, die Condor-Comics, da war ein ganzes Jahr zurück. Das war schon in dem Moment, wo ich das Abo abgeschlossen hatte. Ich freute mich auf die nächste Ausgabe, dachte, ja, kannst du schön weiterlesen. Krieg die und merke, da fehlen 12 Hefte dazwischen. Und bei mir war das diese komplette Maximum Carnage-Reihe, die dazwischen lag. Ja. Und die habe ich dann direkt beim Verlag angefordert und habe die dann in einem Rutsch durchgelesen. Also da habe ich dann erstmal gemerkt, dass der Condor-Verlag zwischen Ost und West, also richtiges Chaos verursacht hat. Thomas, kam die bei euch dann wenigstens kontinuierlich? Weil tatsächlich fehlt mir aus der Maximum Carnage-Serie aus dieser Zeit die letzte Ausgabe, die alles dann im Prinzip aufgeklärt hat. Na, ich habe die direkt vom Verlag dann bekommen, weil ja. Ich hatte das abgeschlossen. Meine erste war dann von Die Spinne 234 war das, mit dem Hulk auf dem Cover. Ah, super Ausgabe. Die war das, die ich vom Verlag bekommen hatte. Und davor, die letzte, waren wirklich 12 Ausgaben zurück. Ich weiß nicht, 222, glaube ich. Also ich müsste jetzt nachgucken. Also es war wirklich ein Jahr, war der Osten zurück. Und auf Nachfrage beim Verlag hieß es, das hätte mit dem Vertrieb zu tun und mit Nord-Süd, Ost-West und man könne nicht alles gleichzeitig beliefern. Dadurch kämen diese Verschiebungen. Also fand ich klasse. Abenteuerlich. Abenteuerlich. Ja, also wirklich Wahnsinn. Und richtige Phasenvertrieb. Ja, ja. Okay, das erklärt auf jeden Fall euren Einstieg, zumindest insbesondere auch in die Klonsaga selbst und in einem gewissen Rahmen irgendwie auch eure, ja, zumindest ausgehende Position eben auch zu Spider-Man. Aber das Projekt, über das wir hier jetzt heute ein bisschen sprechen wollen, ist ja letztlich dann eben diese Bücher, die wir jetzt hier an mehrerer Stelle schon erwähnt haben. Und wie der Weg dahin war, finde ich ja persönlich, müssen wir auf jeden Fall mal ein bisschen genauer besprechen. Wenn ich hier auf diesen allerersten Post klicke, den es im Panini-Forum gibt, dann ist es ein Beitrag vom 20. Juni 2011, den du erstellt hast, Alex. War das einfach mal so auf gut Glück, ich hau jetzt hier mal was raus in einem Forum, in dem jede Menge andere Comic-Nerds unterwegs sind, oder gingen dem schon irgendwelche Vorüberlegungen voraus? Wenn ich mich recht erinnere, haben wir, glaube ich, damals im Spam-Thread darüber gesprochen, dass wir mal wieder einen Lesemarathon brauchen, weil über Comics wird sich ja ein bisschen weniger unterhalten im Forum. Leider. Und dann hatte ich eben die Idee, diesen Spider-Man-Klonsaga-Marathon nochmal lesen zu wollen und dann eben mit vielen anderen Leuten. Und habe dann eine Lesereihenfolge erstellt, weil zuerst war irgendwie der Gedanke, eben halt nur die deutsche Klonsaga zu lesen. Und dann, je mehr Leute dann irgendwie teilgenommen haben, ne, Thomas war ja ziemlich am Anfang schon dabei. Ich glaube, du hast doch die erste Story auch rezensiert, wenn ich mich recht erinnere, Amazing Spider-Man 121. Kann sein, das müsste ich jetzt selber nachgucken, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Also, ja, dann kam Roman ja auch ziemlich rasch dazu. Und der Robert Löhr, der dann mit seinem Wissen von den US-Heften, das damals bei mir noch gar nicht so vorhanden gewesen ist,
War dann eigentlich schon ein großer Teil des Teams zusammen. Dann kam der Riley noch dazu. Und der Pyro Ranger, der ja verschollen ist bis heute. Und der John, weil Und der John. Dietmar ist eigentlich derjenige, der mich tatsächlich mit einer Instant-Message angeschrieben hat, so nach dem Motto, du schreibst ja immer so lustige Kommentare, mach doch da mal mit. Das muss man. Ach, ehrlich? Ja, so war's. Ach, Genau. und das ist ja ein Riesending. Also, das ist einer der größten, sagen wir mal, Inhaltsthreads, die es im Forum gibt. Es gibt ja diese Smalltalk-Laber-Threads, gibt es halt auch noch, klar. Aber das ist ja was, da haben sich wirklich Leute mit einem Thema über Jahre, also bis heute, hinweg befasst und das teilweise wirklich im Detail einzelne Hefte besprochen. Das ist ja in der Form, so wie es so jetzt schon mal in diesem Forum ist, ein unbezahlbarer, sowohl finanziell allein schon eben auch, wie auch, sage ich mal, nerdmäßiger Wert, der lässt sich ja kaum in Worte fassen. Das ist ja ein Riesenprojekt. Ist da dann eine gewisse Struktur dahinter gewesen? Habt ihr das so ein bisschen organisiert oder war das ein Selbstläufer? Das war eigentlich ein Selbstläufer. Wenn ich, oder? Was meint ihr? Naja, wie gesagt, ihr hattet angefangen mit der ersten Klonsaga. Da konnte ich ehrlich gesagt noch gar nicht mitreden, weil ich die Ausgaben gar nicht hatte. Aber ich fand das wahnsinnig toll, weil bis dato kannte ich das Panini-Forum eigentlich eher so als ja, so Bashing-Plattform. Das hat mir eigentlich gar nicht gefallen. Aber ja, na, also ohne das Panini-Forum jetzt in Dreck zu ziehen, aber da wurde schon ganz schön viel getrollt und sich auch untereinander ein bisschen gedisst. Aber in dem Thread kam ganz schnell raus, da ist ein bisschen mehr dran. Und vor allen Dingen, da gab es überhaupt eigentlich, also keine negativen Sachen oder so. Irgendwie so nach dem Motto, ihr seid Spinner oder sowas, habe ich dort nie gelesen, sondern es ging eigentlich, jeder hat versucht, sich mit bestem Wissen da einzubringen. Und das ist, glaube ich, die Essenz. Also die Marschroute habt ihr dann beide vorgelegt. Also das war schon bombastisch. Das Ding war einfach, ne, meine, wenn ich heutzutage da irgendwie noch reinblättere, was ich ja noch oft genug machen muss, ne, dass uns das nicht über den Kopf gewachsen ist, das ist ja irgendwie der Wahnsinn, ne? Also, das Schöne ist ja, wir haben uns auch wirklich an diese Lesenreihenfolge gehalten, die wir irgendwann mal erstellt haben. Und die Diskussionen da drin sind echt unbezahlbar teilweise, ne? Und wie oft muss ich da teilweise noch grinsen, wenn der John da wieder irgendwie was schreibt, ne? Oder wenn du da irgendwie, ne? Ach, das war klar. Ja, das war. Alex, du hast jetzt von der Lesereihenfolge gesprochen. Du hast quasi also die, wo auch immer herkommende Reading Order gepostet und an der habt ihr euch auch orientiert. Ja, ich habe die allererste Reading Order gepostet und dann kam irgendwann der Robert Löhr rum und hat dann gesagt: So, Moment, das Heft ist nicht rausgekommen, das Heft ist nicht rausgekommen, wir müssen jetzt nochmal gucken, nochmal irgendwie eine neue Lesereihenfolge machen. Das haben wir dann tatsächlich gemacht und da kamen dann immer mehr Hefte irgendwie zurück und der Robert hat wirklich Hefte rausgegraben, von denen keiner von uns irgendwie eine Ahnung hatte. Ich erinnere an dieses obskure Crossover zwischen zwei Verlegen, zwischen Marvel und Valiant. War das Valiant? Ich weiß es nicht mehr. Das war ganz krass irgendwie. Ja, und Und aufgrund dieser Liste zum Beispiel habe ich mir so ein What-If nachgekauft, ne? ja. Das natürlich auch nur in US, weil es das ja bei uns auch nicht gab. Und dann bekam das Ganze auch Essenz, weil gerade durch diese Ergänzung oder durch diese Ausgaben, die dort besprochen wurden, bekam ja auch die ganzen Charaktere teilweise einen ganz anderen Schliff oder es wurde sogar Tiefe. philosophisch zwischendurch. Und das fand ich schon sehr interessant. Ja, also beispielsweise Kane, der hat auf einmal eine Tiefe gekriegt, die vorher so nicht vorhanden war. Ne? Also auch Und, le Norman Osborn. Ne? und leider auch nie wieder gekriegt hat. Richtig. Ne? Oder Norman Osborn, die Rückkehr. Ne? Wie er, aber bam, auf einmal war er da. Nee, von wegen. Das wurde monatelang in den USA vorbereitet über Reihen wie Green Goblin oder New Warriors. Ne? Auf einmal tauchte dann irgendwie ein geheimnisvoller Mann auf, der irgendwie. Also das war irre. Also Krass. dass einem da auf einmal die Augen noch geöffnet werden und dann denkst du einfach so, boah, krass, cool. Genau. Das war ja 2011 und auch 2011, und das ist bis heute eigentlich nicht anders geworden, gibt es immer wieder Leute, die sie behaupten würden, Foren, also jetzt nicht mal insbesondere das Panini-Forum, sondern generell die Technologie-Internet-Foren wäre tot. Das braucht keiner mehr, weil das nicht mehr mithalten kann mit aktuellen Social-Media-Plattformen. Aber offensichtlich gibt es das Forum noch. Offensichtlich ist es auch vor kurzem, ich glaube, es sind jetzt 2,5 Jahre oder so oder 3, auch nochmal rekonstruiert worden. Also es gibt also jetzt eine schöne neue Optik mit einem schönen neuen System dahinter. Warum habt ihr euch für diese Form entschieden, das Ganze in dem Forum zu machen? Hättet doch genauso gut auch zum Beispiel einen Blog aufmachen können. War 2011 ja jetzt auch nicht so ganz unmöglich. Wir kannten uns doch nicht.
Also ich kannte den Thomas, klar, den kannte ich vorher so ein bisschen durch Comic Hunters damals. Da hat man das ja anfangs auch parallel laufen lassen, ja. Richtig. So, und den Roman kannte ich jetzt gar nicht. Robert, ja, den hat man mal gelesen. Aber dass das dann diese fünf, sechs Mann irgendwie sich genau in diesem Thread treffen und genau dieses Interesse haben, diesen Marathon irgendwie durchzuziehen, das wäre in dieser schnelllebigen Zeit wie damals Facebook irgendwie, ich glaube, das wäre so in der Form nicht möglich gewesen. Absolut nicht. Absolut nicht. Wenn ich dran denke, was wir dann hinterher für E-Mails verschickt haben oder wisst ihr das noch? Ne, oder unsere Nachrichten, WhatsApp-Gruppe. WhatsApps, alles. Ja, es ist die Hölle gewesen eigentlich, ne, das auch zu organisieren. Dann später mit dem Buch, als wir eigentlich fast durch waren und dann, ja, machen wir jetzt ein Buch, machen wir das jetzt nicht, machen wir das jetzt nur so aus Spaß und Freude für uns. Und dann hat man ja noch, also ich zumindest dann, noch ganz andere Leute kennengelernt, irgendwie, die noch tiefer in der Sekundärliteraturschiene stecken. Und spätestens ab dem Zeitpunkt ist das Hobbyleben bei mir dann komplett irre geworden. Ne? Also das, was da 2011 entstanden ist, das beschäftigt mich ja jetzt bis heute noch. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin in 2 Jahren froh, dass ich da einen Schlussstrich machen kann und sagen kann, okay, ey, wir haben es geschafft. Ne, das hat 10 Jahre lang gedauert, aber wir haben es dann wirklich geschafft. Ne? Und wer kann schon sagen, dass einen so ein Projekt irgendwie 10 Jahre beschäftigt? Und da bin ich verdammt stolz drauf. Und es liegt ja eigentlich noch viel Arbeit vor uns. Das ist ja das wahnsinnig Tolle daran, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir das gestartet hatten, sind wir ja gar nicht davon ausgegangen, dass irgendwie Marvel noch Pläne oder sowas mit diesen Klonen vorhat. Und offensichtlich gibt es da aber auch zumindest Nerds auf der richtigen Seite, die das Ganze dann weitergemacht haben. Das könnte man vielleicht auch mal diskutieren, wie das dann weitergegangen ist, zumal wir das auch noch nicht veröffentlicht haben im Forum, aber es ging ja weiter oder es geht ja gerade weiter. Und das sehe ich schon auch als Bestätigung für solche Nerds wie uns, dass es tatsächlich noch weitergeht. Und wir können diesen Thread wahrscheinlich noch, oder wir werden diesen Thread oder dieses Thema wahrscheinlich auch in 10 Jahren immer noch besprechen. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich euch die Anekdote erzählt habe, wie der Peter 2015 mit dem ersten Klonsagerbuch nach in die USA rübergegangen ist. Da sind ja ein paar Bilder entstanden, das mit Ron Frenz kennt ihr ja. Und Peter hat ihm das Buch geschenkt und hat dann 2 Exemplare, eins für mich, eins für sich, dem Ron Frenz dann geben wollen zum Unterzeichnen. Und der Ron Frenz hat gesagt so, nö, erst unterzeichnest du mir mein Heft und signierst mir das. Großartig. Ne, und das war so, Peter sagte, der hat eine Gänsehaut am ganzen Körper gehabt und sagte so, ne, das ist so krank. Ich unterschreibe ein Buch, woran ich dann mitgearbeitet habe, als Quereinsteiger. Er sagt ja immer, ich bin nur der Quereinsteiger. Und signiere für Ron Frenz das Buch. Ne? Und Tom DeFalco hat das Buch in der Hand gehabt und konnte gar nicht begreifen, dass es eine Fanarbeit ist. Der konnte das nicht nachvollziehen, wie eine Fanarbeit. Wie? Das ist auch noch aus Deutschland. Ja, Ja. die werden sicherlich wieder gedacht haben, da ist sie wieder die deutsche Gründlichkeit, aber in dem Fall ja scheinen wir ja alles richtig zu gemacht zu haben. Weil es anscheinend auch einen sehr hochwertigen, professionellen Eindruck macht. Aber Jungs, wir sind schon wieder 3 Schritte voraus. Wir müssen da ein bisschen vorher anfangen. Roman, du hast jetzt gerade vorgeschlagen, dass mir da auch noch so einzelne Sachen erzählen. Das ist ja genau das Ding. Also ich habe ja zu Anfang gemeint, das hier soll so eine Art Kick-Off-Veranstaltung werden. Ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass wir hier viel auf inhaltlicher Ebene auch noch die 3 Bücher und eure aktuelle Arbeit so ein bisschen auseinandernehmen. Ich weiß gar nicht, ob das so in eurem Interesse ist, quasi Sachen, die im Buch vorkommen, auch nochmal aktiv im Podcast zu besprechen. Das könnt ihr gerne mal da sagen, was ihr davon haltet. Aber mich würde dann schon auch erstmal interessieren, wie jetzt der Schritt war. Okay, wir starten 2011 diesen Thread, haben den über mehrere Jahre am Stück offensichtlich sehr gut am Laufen. Und jetzt kommt der Moment, wo wir irgendwie ein Buch draus machen wollen. Warum ein Buch? Wie kam es dazu? Wer hat sich entschieden? Erzählt mal. Thomas. Da eigentlich war es ja bedingt durch Michi, gell? Michi Dier, sein 259 Mal Spinne. War ja so ein bisschen der Aufhänger für uns sozusagen, ja, warum machen wir das nicht auch? Und du hast die erste PDF-Datei erstellt. Die habe ich immer noch auf dem Rechner. Hast du immer noch? Oh Die kommt dann im Best-of. Oh Gott. Im Oh, das vierten waren Teil. damals wirklich so Versuche. Wir hatten es letztens schon über Facebook bei den Postern, wo man sich sagt, heutzutage, mein Gott, was habe ich damals verbrochen?
Aber das waren wirklich so die Anfänge. Man hat mit allem ein bisschen rumgespielt und experimentiert. Und das Ding ist einfach gewachsen. Mit jedem Tag, mit jeder Idee. Und als dann auch die Profis, sag ich mal, dazu kamen, da ist das Ding gewachsen, größer geworden. Und eigentlich aus dieser spinnefixen Idee zu sagen, wir machen ein Buch. Und wenn es nur für uns ist und dann dieses fertige, also es ist wirklich ja wie so ein kleiner Berg, wo man immer so ein bisschen was draufkrümelt. Ne? Es wurde immer größer und jetzt stehen wir da vor so einem riesen Monster von Himalaya und sagen uns, mein Gott, das waren wir. Sind geschafft, ne? Also ich kann mich entsinnen, dass es im Thread dann halt auch den einen oder anderen gab, der uns das dann quasi auch in den Mund gelegt hat, so nach dem Motto, wenn es das als Buch gäbe, würde ich mir sofort kaufen. Ja. Genau. Und ich kann sagen, es haben viele gekauft von denen, die es damals gesagt haben. Sehr gut. So, also nochmal, ihr wart da, weil ihr fandet das geil, ihr hattet das jetzt alles digital und ihr wolltet das einfach nur so 1:1 jetzt nochmal gedruckte Form in der Hand halten. Oder wolltet ihr das schon irgendwie auch aufarbeiten oder an die Öffentlichkeit gehen? Was war so eure Absicht damit? Quasi, also der Michi Diers hat ja damals seine 259 Mal Spinne als Buchform rausgebracht. Ich weiß nicht, ob du die Bücher kennst. Nein, kenne ich nicht, nein. Sind von der Edition Komiokographie. Und das sind wirklich liebevoll aufgemachte Fanbücher eigentlich gewesen. Und das fanden wir eigentlich alle ziemlich klasse. Ne? Also da hat er eben die Bücher mit den Rezensionen zu jedem einzelnen Heft von den Kondor-Heften beschrieben mit Besonderheiten, was ihm aufgefallen ist beim Lesen und so weiter, alles aufgearbeitet. Und das fanden wir eigentlich klasse, so wie das gewesen ist. Und haben wir gesagt, so Mensch, wir haben jetzt ja so viel Material. Ich glaube, wir hatten zu dem Zeitpunkt die Hälfte gelesen von der Klonsaga. Über die Hälfte. Und dann haben wir gesagt so, ey, wollen wir auch. Das machen wir auch und das machen wir jetzt nur für uns 7 oder 8 Leute irgendwie, die an diesem Marathon teilnehmen. Und dann hat Thomas dann die erste PDF irgendwie erstellt und dann hieß es dann im Thread dann, oh, wir würden das kaufen und ja und was weiß ich. Und dann kam dann die erste PDF und die hat uns eigentlich allen nicht so gefallen, weil das irgendwie, ich weiß nicht, wer hat das damals, Roman, warst du das, der gesagt hat, es sieht aus wie eine bessere Abi-Zeitung? War ich das? Ich glaube schon, ja. Schuldig. Irgendeiner hat das damals so gesagt und ich so, ja, wie erstellt man ein Buch? Okay, ich schreibe jetzt einfach mal auf doof Michi Diers an. Der kennt mich zwar nicht, der kennt mich auch nur durchs Forum. Und Michi Diers hat mich dann auf Maxi the Cat, Gerald Berse, verwiesen. An der Stelle auch schöne Grüße an eine fantastische Comicgruppe auf Facebook. Unbedingt rein da. Da kriegt ihr die Infos nicht nur sehr schnell, sondern auch nicht einfach nur irgendeine Scheiße, sondern wirklich richtige Infos. Also schöne Grüße an der Stelle. Noch wichtiger an der Stelle ist seine Website, die er ja hat. Ne? www.maxisecat.de. Mhm. Ich weiß nicht, ne? Also da sind, ich glaube, bis 2013 jedes deutsche Heft mit US-Verknüpfung, ne, wo das Heft im US rausgekommen ist und da, wer es gezeichnet hat und so weiter. Das ist fürs Arbeiten an dem Klonsaga-Buch damals auch eine unglaublich große Hilfe gewesen. Ich durfte Maxi in Erlangen kennenlernen, weil er da einen Vortrag über Sekundärliteratur gehalten hat. Also das ist ja wirklich ein Experte deines Fachs, ne? Ja, richtig, ne? Und mit dem habe ich dann kurz geschrieben und er sagte, Mensch, wir sind im Oktober auf der Comic Action, komm doch einfach mal vorbei, bring doch ein paar Daten mit, dann reden wir miteinander. Ja, und dann bin ich dann da, glaube 2012 war das, komplett blauäugig hin. Und dann saß da so ein kleiner Mann im schwarzen Spider-Man-Anzug. Das war aber nicht Gerald Berse, das war Peter Stangenberg. Zu dem kommen wir gleich noch. Ja, definitiv, ja. Genau, und mit Gerald dann übers Buch gelesen und der Peter, der hat mich damals ausgefragt irgendwie, ne? Also auf eine ganz perfide Art und Weise, so von wegen, Spider-Man-Experte, dann wollen wir mal wissen, was der irgendwie, ne, wirklich weiß. Und das war echt ziemlich lustig, das Gespräch. Ja, und wie gesagt, ab 2012 fing es dann bei mir irgendwie an, dann verrückt zu werden. Ne? Und dann mit Gerald geschrieben, dann hat Gerald mir ein Programm genannt, mit dem ich das Buch erstellen kann, habe von dem die ersten Daten bekommen, wie man es dann irgendwie machen kann. Und dann lief das dann parallel, der Klonsaga-Marathon und die Bucherstellung. Und das lief dann, glaube ich, 2 oder 3 Jahre lang parallel und dann war das Buch dann auch irgendwann fertig. Naja, aber dazwischen waren ja noch Überlegungen. Das war ja vorhin auch eine Frage, ob wir das 1:1 übernommen haben. Nein.
Erstens musste Alex, der arme Hund, oder beziehungsweise wir alle ja irgendwie auch die Artikel so kürzen oder die Rezensionen so kürzen, dass es A, in das Layout passt und nicht sprengt. Und B, sind dann natürlich noch ein paar Zusatzdinge dazugekommen, die das Buch dann tatsächlich zum Schätzchen werden lassen. Also ich rede jetzt von Interviews, ich rede von fantastischen, exklusiven, inklusiven Zeichnungen und ich rede auch von Sachartikeln, die es so im Forum nicht gab. Das Salz in der Suppe war das, ne? Auch die Zeichnung, ne? Die Coverzeichnung, Tompa, den man dann irgendwie angeschrieben hat, der uns irgendwie dann umsonst ein Cover gezeichnet hat. Mhm. Ja, den hatte ich ja angeschrieben, den kannte ich ja durch den Engel, weil ich ja da schon Kontakt hatte. Genau. Da war ja einfach so der Gedanke, warum nicht so jemanden dazu holen? Ich habe ihn einfach so angeschrieben, gefragt, das und das, hättest du Lust mitzumachen? Und er hat so, ja klar, warum nicht? Ich mache da mal was fertig. Das hat zwar knappes halbes Jahr gedauert, aber er hat halt nebenbei und alles gemacht und also er ist ja auch begeistert von dem Buch. Wir reden vom Cover des ersten Hardcovers, ja? Also nein. Nein, das ist ein ursprüngliches Cover, sollte eigentlich mal ein Covermotiv werden, hat es dann zwar ins erste Buch geschafft, aber nicht als Covermotiv. Weil wir, das ist alles so Schritt für Schritt, also wir hatten das Cover und ey, super genial und waren wir auch zufrieden und dann haben wir auch festgestellt, beim Layouten des Buches, Vorder-, Rückseite, irgendwie passt es nicht zusammen. Und dann habe ich aus Gelsenkirchen einen guten Freund, Stefan Sombetzki, seines Zeichners, ein fantastischer Zeichner, also wirklich fantastischer Zeichner. Und der hat dann so aus spaßeshalber ein Bild gemalt mit Ben Reilly am Grab von Tante May. Oh. Erinnert ihr euch an das Bild, ne? Dieses Bild hat mich weggeblasen, als ich das gesehen habe. Und er wollte dann so nebenbei noch ein Poster machen für das Buch. Und dann hat er das Poster reingereicht. Und ich habe einfach nur gedacht so, Alter, für ein Poster ist es zu schade. Und dann haben wir das dann war das bei WhatsApp? Ich weiß jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall in die Diskussion gestellt. Das war in der WhatsApp-Gruppe. Genau. Also ich muss ja auch immer sagen, so jegliche Entscheidung über unser Projekt geht immer noch über die ursprüngliche Gruppe. Also alles, was ich da irgendwie entscheide oder beschließe oder bespreche, irgendwie, das geht alles erst über die Gruppe und erst, wenn es durchgewunken ist, mache ich das. Ich glaube, deswegen sind wir da immer noch so gut zusammen. So ist es. Ne? Da wird nichts alleine entschieden. Also demokratische Grundstrukturen bei euch in der Redaktion, das freut mich ja zu hören. Auch wenn natürlich dein Name zusammen mit dem von Maxi oben aufsteht auf dem Cover, weil ihr wahrscheinlich, und so sieht es jetzt eben auch aus, du beschreibst es ja, die Organisation und eben auch das dann letztliche ja auch die Durchführung der Umsetzung, das Ganze zu einem Buch zu machen, ja schon irgendwie auch in deiner Hand war, wenn man so ein bisschen dem Thread folgt oder auch guckt, was du teilweise eben so gepostet hast. Du hast ja wirklich wochenlang dann auch noch in Korrekturlesen und Lektor einfach so gesteckt. Jetzt mal Hand aufs Herz, ich habe einen ganz guten Draht zu dem einen oder anderen Indie-Künstler, die erzählen mir immer, dass das Layout von einem Comic echt nicht zu unterschätzen wäre. Ich weiß nicht, bist du gelernter Buchlayouter? Nein. Nein, ne? Also das macht man ja auch nicht mal eben so. Nee, ich muss auch sagen, ich hatte auch verdammt viel Hilfe gehabt. Ja, das Layout des ersten Buches hat, da sind vier Leute beteiligt gewesen. Ne? Das ist dann Gerald, also Maxi gewesen. Das ist dann Stefan Sombetzki gewesen. Das ist der Kompagnon von Gerald gewesen. Dann habe ich da noch ein bisschen was dazu getan und so ist das irgendwie entstanden. Ne? Und fürs zweite Buch hatte ich das Layout ja schon quasi komplett da gehabt. Ne? Das Layout des ersten Buches, so wie es jetzt vorliegt, ist eigentlich dadurch entstanden, weil ich hatte vorher ein Sonderformat gehabt. Und als es dann damals darum ging, dieses Buch drucken zu lassen als Autorenversion, weil wir keinen Verlag gefunden haben, musste ich das ganze Buch von diesem Sonderformat wieder auf A3 ziehen. Auf A3 ziehen. Und war damit hoffnungslos überfordert und da hat Stefan Sombetzki das Buch damit nach Hause genommen und hat das eine Woche später dann abgeliefert bei mir und hat dann sehr, sehr, sehr viel Eigenes reingetan. Aber das Ding ist perfekt so, das erste Buch. Also ich habe das dann durchgeblättert und dachte einfach nur so, ja, das ist es.
Die Gruppe, also quasi, ich rede jetzt mal immer von der Redaktion, das klingt nämlich voll viel professioneller. Die habe ich ja quasi über das Panini-Forum auch ein Stück weit zusammengetrommelt, deswegen ist unser heutiges Gespräch ja auch zustande gekommen. Lass uns mal ein bisschen spekulieren, wie wir das Ganze jetzt hier auch ein bisschen ausbauen können und dann noch weitere Gespräche führen können. Denn ich habe das Gefühl, auch mit Blick auf die Uhr, dass wir heute nicht im Ansatz alles besprechen können werden. Mir fallen so viele Sachen ein von der Frage, was ist überhaupt, wie komme ich ans Buch, was ist der Inkos, und wir müssen eigentlich verdammte Axt nochmal über Peter Stangenberg sprechen, der übrigens kurze Empfehlung an dieser Stelle, vor gar nicht allzu langer Zeit bei den drei Kolleginnen von drei Frauen in Comics, der Comic Klatsch, einem sehr empfehlenswerten Comic-Podcast, zu Gast war und dort ein etwas längeres Interview mit der Sandra geführt hat. Da hört unbedingt mal rein. Ich werde es hoffentlich verlinken, wenn ich es nicht verraffe. Gibt es denn tausend Sachen, die ich eigentlich gerne besprechen wollen würde? Unter anderem, was denn jetzt eigentlich der Anteil der einzelnen Leute war? Was haben die denn da so gemacht? Haben die jetzt eigentlich alle nur ihre Rezensionsbeiträge dabei gesteuert oder gibt es welche, die jetzt eher so Interviews gemacht haben? Wie sieht's aus? Wie verteilt sich das denn eigentlich so? Ja, anfänglich war es ja wirklich so, dass jeder nur seine Rezensionen hatte, beziehungsweise das, was wir im Forum geschrieben hatten. Das hat ja dann für das Buch A nicht mehr gepasst, richtig, weil der eine hat länger geschrieben, der andere kürzer, der eine mehr aus einer persönlichen Perspektive heraus, der andere ein bisschen objektiver, das Ganze. Also es waren ja unheimlich viele Stile und das musste ja alles vereinheitlicht werden. Und mit dem Buch kam ja dann auch wirklich der Gedanke, nur die Rezension rein ist zu langweilig. Wir machen ein bisschen was mehr. Und dann hat halt jeder so gedacht, ich kann das beibringen, beisteuern, dann der andere hier, ich schreibe mal den und den an. Einfach mal so. Es kamen ja verschiedene Ideen, wo dann wirklich einer gesagt hat, ich weiß jetzt nicht genau, wer er war, fing dann an, ich schreibe mal hier die Autoren und Zeichner an. Ich habe da mal so einen Kontakt, ich probiere das einfach mal. Ne? Und andere haben wiederum gesagt, ja, ich habe so und so schon einiges geschrieben, ich kann da den und den Artikel, Sachartikel noch beisteuern und ich habe noch Erfahrung aus der und der Zeit, da kann ich was beisteuern, wie eben bei mir diese ganze Condor-Sache. Ich habe viel Briefverkehr aus der Condor-Zeit und so weiter. Auch als sie das damals eingestellt haben, mit welch wohlklingenden Worten die das alles eingestellt haben und all solche Sachen, das hat sich dann wirklich Stück für Stück. Und der Alex hat das eigentlich immer so richtig schön koordiniert. Der hat auch die erste Grundfassung sozusagen richtig gemacht, die ersten Rezensionen sozusagen überarbeitet. Und dann ist alles mehr oder weniger wirklich so eine Teamarbeit. Man liest drüber, wir teilen uns dann über Dropbox und so weiter, haben wir dann die PDFs und dann wird da drüber gelesen und der macht ein Stück und der macht ein Stück. Also es ist dann wirklich so richtige Aufteilung, Alex, hatten wir ja nie. Nee, gab's doch nicht, weil ich habe die Seite dann erstellt und habe dann gesehen, ach, da habe ich eine Lücke von, keine Ahnung, ich brauche einen kleinen Sachartikel. Wer hat Bock, einen kleinen Sachartikel zu schreiben? Ich muss die Seite vollkriegen. Und irgendeiner hat gesagt, so, ich schreibe. Ja gut, super. Zu dem Thema, das dann auf dieser Seite behandelt wird? Nee, ich habe ja gesagt, ist ja Salz in der Suppe dann quasi. Ne? Manchmal dann eben, wenn was gepasst hat, habe ich dazu noch was geschrieben zu dem Heft. Wenn das aber mehr Platz war und zu dem Heft einfach nicht mehr zu erzählen gab, dann feuerfrei, irgendein Spider-Man-Thema, das wir da jetzt reinknallen. Okay. Und das ist ja jetzt nicht nur ein Klonsaga-Buch, das ist ja eigentlich ein ultimatives Spider-Man-Buch, ne? Weil da ganz, ganz viele Themen über Spider-Man eben halt abgearbeitet werden. Sachen wie Peter Spidey-Facts. Beispielsweise, die leider im zweiten Buch wegfallen. Ne? Da sind keine Spidey-Facts drin. Leider. Ja, aber vielleicht, vielleicht könnt ihr da mal ein bisschen erzählen. Also, das Ding mit den Rezensionen ist ja immer so ein Ding, ne? Also, jeder von uns hat schon mal Rezensionen geschrieben. Und der Vorteil, sag ich mal, oder bessere Rezensionen unterscheiden sich von schlechteren Rezensionen dadurch, dass sie dem Leser noch Infos bringen, die er vielleicht durch die Lektüre des eigentlichen Werkes nicht unbedingt hatte. Und du hattest jetzt ja diese Spidey-Facts zum Beispiel angesprochen, die der Peter mit reingebracht hat, der ja als der German Spider-Man auch gilt. Und ich habe so den Eindruck, ihr seid allesamt Fans, die die Figuren sehr gut kennen, die vor allem aber eben auch noch Sekundärwissen, nenne ich es mal, haben, die Entstehungsgeschichte kennen, die vielleicht Verlagsgeschichte kennen und viele, viele weitere Infos mit reinbringen können. Das ist ja ein Mehrwert, der eure Rezensionen auszeichnet, zumindest soweit ich sie jetzt eben aus dem Forum kenne. Habt ihr das geschafft, das in die Bücher mit reinzubringen? Ja. Ja.
Sehr gut. Kurz und knappe Antwort. Vielleicht könnt ihr das mal ein bisschen ausführen. Also was, auch mal, oder mal ein Beispiel nennen. Was steckt dann da drin in euren Rezensionen auf den Seiten, was ich jetzt vorher nirgends anders oder zumindest nicht so einfach und gut zugänglich gefunden hätte? Geballte Nerd-Power. Na, also wie du gerade sagtest, also wenn jetzt zum Beispiel Personenkonstellationen in irgendeiner Ausgabe nicht ganz im Charakter waren, wie man so schön sagt, dann wurde das diskutiert und dann haben wir das natürlich auch angemerkt oder eben auch den Seitenhieb gegeben, wo der zuerst aufgetreten ist. Sowas zum Beispiel. Mhm. Okay, und dann gibt es auch Infos zu den Künstlern, die beteiligt waren und eben Autoren und Künstler und Zeichner? Ja, zum Beispiel, ne? Also wir haben eben Interviews im ersten Band mit Jerry Conway. Mhm. Mit GM DeMatteis haben wir im zweiten Buch Interview, mit Tom DeFalco haben wir Interviews, mit Todd DeSago haben wir Interviews. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, was du jetzt beispielsweise nicht wissen könntest. Das wäre so, sehr viel, keine Sorge. Ja, solche Sachen beispielsweise, ich habe jetzt hier den ersten Band jetzt einfach mal aufgeschlagen, ja. Bin gleich direkt über Peter Spidey-Facts hier irgendwie gestolpert. Spider-Mans Pupillen beispielsweise. In Amazing Fantasy 15, in der Urfassung, hat Spider-Man, als er den Dieb demaskiert, den Mörder von seinem Onkel, hat er auf einmal Pupillen. Die hat er in den Nachdrucken beispielsweise nicht mehr drin. Und Peter hat das beispielsweise hier wirklich auseinandergenommen, ne? Oder jetzt hier Thomas seinen Artikel über den Verlust von Harry Osborn, wo dem deutschen Leser überhaupt nicht klar gewesen ist, dass Harry Osborn tot ist. Mhm. Ne, Kondo, dass er so schön verschleiert hat. Durch diese Kondo-Übersetzung, ne? Mhm. Ne, oder das sind so schöne Sachen irgendwie, ne? Oder wann der Klon beispielsweise zuerst auftaucht, ne? Der taucht ja immer wieder auf. In Web of Spider-Man 115 taucht er das erste Mal auf, beispielsweise. Das sind so viele kleine Sachen, wo das jetzt gewürzt, wie das gewürzt ist, ne? Dann jetzt im zweiten Band hat jetzt Roman ziemlich viel über Charaktere geschrieben, wie Ben Urich beispielsweise hat einen eigenen Artikel bekommen. Das war aus einer Not heraus, wie ich dachte, weil gerade bei der Klonsage ist das Problem, dass ja ganz viele Autoren daran mitgearbeitet haben und teilweise Kauderwäsche auch fabriziert haben. Und ich hatte dann beim Vorstellen dieses Projektes dann immer so Probleme, den Leuten immer zu erklären, wer ist denn hier was? Warum ist das denn so toll? Warum ist denn jetzt diese Ausgabe so besonders? Und das muss man ja auch erstmal überblicken, ne? Also das einfach mal aufzudecken. Und jetzt kommt der Moment, auf den wir alle schon hingefiebert haben. Der Moment, wo wir denken, geil, muss ich haben. Am besten sofort und am besten alle drei und in der Deluxe-Sammler-Edition und einmal eingeschweißt und einmal signiert und hast du nicht gesehen. Jetzt mal Hand aufs Herz, das will ich jetzt irgendwie holen. Also ich weiß schon, das habe ich schon mitbekommen, ich kann euer Werk, das von dem jetzt wohl schon zwei Bände erschienen sind, gar nicht so einfach bekommen. Vielleicht könnt ihr mal da Ausführungen machen, wie ist die aktuelle Situation, wo kann ich die Historie der Klonsaga kaufen und vielleicht, warum kann ich sie nicht überall kaufen? Nein, erstmal, du kannst sie gar nicht kaufen. Sehr gut. Du bekommst sie geschenkt. Nice, genau. Du musst los, Vereinsmitglied bei der Inkos werden. Okay. Du bezahlst, ne, wie ist jetzt beispielsweise, du willst das Buch haben und willst aber nicht den zweiten Band haben, sondern auch den ersten Band. Dann schreibst du die Inkos-Leute an und sagst so, Mensch, ich möchte ganz gerne dieses Klonsaga-Buch, den ersten und zweiten Teil haben. Gehst hin, bezahlst deinen Mitgliedsbeitrag von 2017 und 2018. Der Mitgliedsbeitrag pro Jahr liegt bei 20 Euro. Und du bekommst dieses Vereinsbuch umsonst als Jahresbeigabe. Ob du dich dann bei der Inkos einbringst im Verein oder nicht, ist dir selber überlassen. Wir sind natürlich über jeden froh, der sich in den Verein einbringt. Ziel des Vereins ist es, alte Comic-Schätze zu heben oder eben solche Projekte wie das Klonsaga-Buch die Möglichkeit zu geben, dass wir das an den Mann bringen, weil wir haben jetzt nicht die Lizenzen von Marvel. Die haben wir einfach nicht und die kosten auch verdammt viel Geld.
Wir hatten das ja eigentlich ursprünglich vor, mal wirklich richtig über einen richtigen Verlag laufen zu lassen, die Bücher. Und haben dann mit Disney geschrieben und die lapidare Antwort von Disney war, das ganze komplette Buch übersetzen, in die USA schicken und die segnen das dann ab oder auch nicht. Genau. War natürlich nicht machbar. Und dann ist dann irgendwann die Inkos an mich getreten, hat gesagt, wir brauchen eine Jahrespublikation. Wir haben eins eurer Autorenbücher in der Hand gehabt, das sieht super aus. Habt ihr Interesse? Wir machen eine 200er Auflage nur für unsere Mitglieder. Ja, immerhin, ne? So kam es, dass wir dieses Buch jetzt auch bewerben dürfen, quasi, und drüber reden dürfen, dass es sowas gibt und dass das, ne, eben halt als Vereinsbuch für Vereinsmitglieder ausgegeben wird. Ich weiß, es sind jetzt noch ein paar Bücher vom ersten Band sind noch auf Lager, vom zweiten Band sind auch noch einige auf Lager. Und bei Bedarf wird dann einfach nachgedruckt. Ne, man muss bloß eben diese Jahrespublikation beziehungsweise den Jahresbeitrag 2017 und 2018 entrichten. Das sind 40 Euro. Man bekommt dann beide Bücher umsonst quasi geschenkt, ist Vereinsmitglied, kann im Verein auch was bestimmen, kann zu den Weihnachtsfeiern gehen, kann zu den Treffen gehen nach Berlin. Kann selber möglicherweise, wenn man begabter Comiczeichner ist oder Autor ist oder was weiß ich, mit der Inkos sich in Verbindung setzen und sagen, Mensch, ich hab da was, habt ihr Interesse? Das ist eigentlich, ne, oder wenn man jetzt irgendwie, ich sage mal so, eine große Comicsammlung hat, ne, die sonst keiner irgendwie hat und da wirklich eine ganze Besonderheit hat, die sehr selten ist. Die Inkos druckt sowas auch ganz gerne als Jahrespublikation beispielsweise nach. Ja, es gibt beispielsweise Superman aus den 50er Jahren. Da hat die Inkos in den Mitte der 80er Jahre diese Bände nachgedruckt, beispielsweise. Also der ist echt klasse und den gibt es seit 50 Jahren. Und die haben unglaubliches Wissen und unglaubliche Sachen in ihren Archiven, ne, wo der normalsterbliche Nerd mit den Ohren schlackert, weil er sowas eigentlich noch nie gesehen hat. Und da ist aber alles drin, auch gerade Mainstream-Sachen und jetzt eben nicht insbesondere im Indie. Also es sind Mainstream-Sachen, was heißt Indie? Dieser Verein wurde ja ursprünglich als quasi Rudi Wäscher Fanclub gegründet, vor 50 Jahren. Und die haben viel Rudi Wäscher-Kram, haben die viel gedruckt, die haben aber auch viel, also in der letzten Zeit eben so Sachen wie Lurchi beispielsweise aus den 30er Jahren haben sie nachgedruckt. Dann gab es einen Girls Art Comic aus dem von wie heißt das, glaube ich nicht. Von Matt Baker beispielsweise aus den 40er Jahren, den haben sie gedruckt. Die machen eigentlich so, ja, solche Sachen eben halt. Ne? Die haben beispielsweise die Comic-Szene, sagt euch was? Na klar. Na klar. Das war in den 70er Jahren, war das die erste Inkos-Zeitschrift. Das war ein Vereinsheft. Ne? Auch die Sprechblase wäre ohne die Inkos nicht entstanden. Ich weiß nicht, also die machen eben halt vieles und die würden auch Indie-Künstlern auf jeden Fall eine Chance geben. Ne? Bloß man muss einfach bedenken, das ist Vereinsarbeit und man bekommt dafür keinen Pfennig Geld. Man verdient aber nichts. Aber alleine diese Möglichkeiten, sich einen gewissen Namen zu machen, die ist dann durchaus vorhanden. Und wie gesagt, man kann sich einbringen, man muss es nicht. Und jetzt mal ganz Hand aufs Herz, ne? Für 20 Euro im Jahr und dann bekomme ich quasi vom Verein geschenkt ein Hardcover, das auch ein paar Seiten mitbringt. Da muss man doch nicht zweimal drüber nachdenken. Eigentlich nicht, nö. Würde zugreifen. Ja. Sehr schön. Also ich bin hier parallel dazu gerade mal auf der Inkos-Seite. Die Inkos-Seite, ganz ehrlich, selbst, die könnte mal ein Update gebrauchen. Die hat sicherlich, die ist nicht, trifft nicht mehr so ganz den Zeitgeist. Das kann man Sind schon mal alte sagen. Menschen in der Inkos, ne? Nicht vergessen. Die sind alle jenseits der 50 beziehungsweise 60. Also gut, mittlerweile bin ich nicht mehr das jüngste Vereinsmitglied, aber es war, die letzten 2 Jahre war das so. Alles klar. Wenn man auf der Seite ist, sieht man auch sofort das Cover der zweiten Ausgabe. Das Cover der ersten Ausgabe habe ich gesehen beim Thomas im Instagram-Account. Da hat er es mir irgendwann gepostet. Wie sieht es aus? Jetzt ist für die Cover dann auch wieder derselbe zuständig, der das erste gemacht hat? Stefan Sombetski, ja. Genau.
Und das habe ich also richtig verstanden, nochmal auch für uns alle, die wir jetzt außenstehend sind, die Problematik mit den Rechten und Nutzungsrechten, also an Figuren, Bildern und allem weiteren, was mit Spider-Man und der Marke Spider-Man zu tun hat, ist insofern kein Problem, weil ihr ja quasi nicht an die Öffentlichkeit geht und nicht an Dritte geht, sondern nur an Vereinsmitglieder und damit bleibt es in einem kleinen internen Kreis. Ja, nee, das ist ja deutsches Vereinsrecht, ne? Und das fällt dann wieder unter ganz anderen rechtlichen Sachen. Und da das eben halt nur an Vereinsmitglieder abgegeben wird, dieses Buch, ist das schon okay so. Okay, alles klar. Die Risiken tragen nicht mehr wir Autoren, sondern trägt die Inkos. Mhm. Ich glaube, das liegt vor allem auch, könnte mir vorstellen, daran, dass eben jetzt gar nicht, dass es einfach so erwerben kann und dass es eben gar nicht eher so an Dritte großartig rausgeht. Das könnte ich mir da schon sehr gut vorstellen. Ja, prima. Ja, und dann vielleicht sollten wir uns noch mal Gedanken machen, wie könnte das denn jetzt aussehen? Würden wir jetzt hier eine Podcast-Reihe machen, was ich persönlich immer noch für eine gute Idee halte? Podcast-Reihe könnten so 2, 3, 4 Ausgaben werden. Wäre das überhaupt sinnvoll, die einzelnen Bände im Detail noch auseinanderzunehmen und auch mal dazu besprechen? Oder denkt ihr, das könnte eher schwierig werden und vielleicht auch ein bisschen den Mehrwert der Bände vielleicht auch nehmen? Was ich jetzt irgendwie interessant finden würde, ist, wenn jeder von uns seine Lieblingsstory von der Klonsaga irgendwie oder sein Lieblingsheft am besten noch, sein Lieblingsheft raussucht und die anderen das genüsslich auseinandernehmen. Das halte ich eine gute Idee, dass wir uns da im Vorfeld einfach absprechen und dass wir die Ausgaben betiteln, dass die auch dann jeder zur Hand hat, dass wir dann tatsächlich die zerpflücken können. Ja, finde ich super. Ja, noch schöner finde ich, wenn wir es spontan machen. So, was jetzt beispielsweise seine Lieblingsstory ist hier Spectacular Spider-Man 200 und stellt die vor und wir beide zerpflücken die dann auf den Kopf. Oh mein Gott, das ist die Tante May-Ausgabe, oder? Nee, das ist nee, das ist dort. Harry Osborn. Dann warst du bei mir bei der 200. Tatsächlich ist das eine gute Idee. Man könnte sich dann, also ich glaube, was die Erfahrung zeigt, es ist, wenn man wirklich darüber diskutieren will, ist es zumindest gut, wenn man vorher weiß, um welches Heft es geht, aber ihr dürftet dann nicht den Fehler begehen, euch vorab in der internen Gruppe schon auch nur im Ansatz drüber auszutauschen, damit die Kugeln nicht vorher verschossen sind, weißt du? Also es dürfte dann wirklich beim Gespräch selbst erstmalig sein, dass ihr euch quasi erneut damit auseinandersetzt und vielleicht uns Zuhörern dann auch so ein bisschen ja die Infos um die Ohren haut, die für euch selbstverständlich sind. Oh, ich muss meine Sammlung ordnen. Wir können doch jetzt spontan. Meine, welche Ausgaben fallen euch denn jetzt so spontan ein? Thomas? Bei mir definitiv Amazing 400. Das ist für mich das Große, wo Tante May stirbt. Also ist ganz klar, wäre für mich der Teil. Roman? Für mich die Condor-Ausgabe, wo es das erste Mal sich auf dem Dach begegnen, mit dem Cliffhanger zum Schluss. Okay. Und ich nehme dann einfach mal warum nicht? Ich nehme Spider-Man 75. Die Ausgabe, wo Ben Reilly stirbt. Und das ja. Dann sagen, das könnt ihr so in den Raum werfen, alle wissen Bescheid, jeder kennt das Heft und dann könnte man drauf losreden. Genau. Ja. Dann nehmen wir doch die 3 Hefte beim nächsten Mal und nehmen die genüsslich auseinander. Das genau. Klingt doch nach einem sehr guten Konzept. am besten würde ich finden, wenn der Moderator sich auch noch ein Heft aus der Zeit raussucht. Das wäre dann extrem die Zufallswahl und wahrscheinlich irgendwas aus der Anthologie, aber könnte ich mir grundsätzlich sehr gut vorstellen. Oder ich mache einen auf Meta-Meta-Ebene, nachdem ich hier irgendwann ganz bald meinen Inkos-Beitrag gezahlt habe, rezensiere ich quasi, nee, das weiß ich nicht, ob ich das machen sollte, aber ich könnte mir dann ein bisschen was vielleicht meine Meinung zu den Bänden mal rausballern, als quasi Unbeteiligter. Ist ja auch nicht schlecht, wenn da mal ein Außenstehender 3 Worte zu verliert. Solange du die Rechtschreibung nicht erwähnst, ist mir alles recht. Solange ich wenig erwähne? Die Rechtschreibung nicht erwähnt, ist mir alles recht. Okay, alles klar. Jo, nice! Das klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Ich weiß auch schon, einige haben ja gemeint, dass sie kein Interesse haben, an solchen Runden teilzunehmen. Andere haben wir noch gar nicht kontaktiert. Da werden wir es auf jeden Fall zum Teil nochmal extra versuchen. Ich glaube, bei Peter, den habe ich noch gar nicht angeschrieben. Da habe ich auch einen direkten Kontakt. Das werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Ich kann mir vorstellen, dass der auch eine echte Bereicherung wäre. Ja, und Maxi sowieso. Ich denke, der ist ja auch sehr redefreudig und vor allem mittendrin im Thema. Also wenn der nicht auch Bock hätte, wäre ich auch überrascht. Gerald kann auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel zur Sekundärliteratur erzählen. Ja, das ist Wahnsinn, was dieser Mann in der Birne hat. Und wie gesagt, ohne Gerald wären diese ganzen Bücher nicht entstanden. Ne? Also Gerald ist irgendwie der Kontakt, der pures Gold wert war. Ne? Also kann ich gar nicht anders sagen. Ohne Gerald wäre so viel nicht entstanden. Mhm. Okay, alles klar. Ja.
Auch der Superhelden-Superclub wäre beispielsweise, oder Comic-Freunde-Superhelden, der wäre nie entstanden, unser Club, ne? Ohne Gerald. Das muss man einfach so sagen. Wahnsinn. Halleluja. Also ein weiterer, ich rede mal von Knotenpunkten der Comic-Szene, das ist Gerald auf jeden Fall. Zumindest das ist der Eindruck, den ich gewonnen habe, seitdem ich ihn kennengelernt habe. Checkt seine Seite, checkt Facebook, checkt auch die Sachen, die er sonst noch so macht. Wie gesagt, in Erlangen hat er einen Vortrag gehalten, beziehungsweise eine Podiumsdiskussion auch mit moderiert. Und ich kann das nur bestätigen, was er sagt. Der Mann weiß, wovon er spricht. Ja. So, Jungs, dann würde ich sagen, war das doch eigentlich immer eine ganz fluffige Kick-Off-Veranstaltung für unsere Podcast-Reihe, oder? Ja. Ja. Ich würde mich mega freuen, wenn wir das auch in dieser Konstellation oder einer ähnlichen dann eben auch zeitnah auf die Reihe kriegen. Also ich habe dieses Jahr noch nicht so viele Termine für den Telestammtisch. Ich bin mir sicher, dass wir dann noch den einen oder anderen ausmachen können. Roman, Thomas, Alex, es war mir eine wahre Freude und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss.